Schiebenummer. Die Rotonda ist eigentlich eine einmalige Rotonda in der Schweiz für eine Meterspurbahn. Es gibt Rotonden von der Normalspur, aber auf der Schmalspur kennen wir das eigentlich in der Schweiz nicht. Es gibt im Ausland gibt's von der Schmalspurbahn eine andersartige Rotonde. Es ist eigentlich schon viel, also 19 Gleise nebeneinander. Also theoretisch kann man da 19 Locken aufstellen. Das heisst, im Gleis 1 gehen noch viel mehr rein. Wir haben jetzt vor uns die Lok 108. Eine von den 129 Schlepptender-Lokomotiven, die Rettisch Bahn hatte. Die Rettisch Bahn hat insgesamt 57 Dampflokomotiven gehabt. Man hat dann schon bereits bei der Eröffnung der Albulabahn gesehen, dass die damals beschafften Malit-Lokomotiven für die Albula-Linie zu schwach und vor allem zu wenig Vorräte können mitnehmen. Und Anlass hat dann gegeben, eine Probefahrt mit der, von der Lokomotivfabrik Winterthur. Übrigens, die Lokomotivfabrik in Winterthur hat alle Loken, die wir hier sind, mit Ausnahme vom Triebwagen sind alle Loken sind von der Lokomotivfabrik in Winterthur gebaut worden. Und die haben vier Loken gebaut für die Bahn von Djibouti nach Addis Abeba in Abessinia. Und die haben eine Probefahrt gemacht mit einer von Langwar nach Davos. Und da hat er mitfahren und hat gesagt, das ist genau die Lok, die wir eigentlich brauchen für unser Netz, vor allem für die langen, andauernden Steigungen auf der Albulabahn. Jan, ich finde, die RHB-Lok 108 trägt einen Namen in Engadina. Das ist natürlich für uns zwei super, wir sind beide Engadiner und die nehmen auch extrem stolz darüber. Wie kommt denn das? Oder wie heißt die andere Lok, die noch drin ist im Depot? Also die im Depot drin ist 107 und die heißt Albula. Die Namen sind eigentlich erst gekommen anlässlich von dem 100-Jahr-Jubiläum von den zwei Lokomotiven im Jahr 2006. Die sind ja 1906 gebaut worden. Und 100 Jahre später hat man dann die zwei Maschinen auf den Namen getauft. Die 29 Loken haben ursprünglich keinen Namen gehabt. Wie gesagt, es sind 29 Lokomotiven gebaut worden für die Rettisch Bahn in diesem Typ. Das ist eigentlich ein 4-5, also ein 1D, eine Laufachse und vier Triebachsen. Wobei die Triebstange, die geht auf die dritte Triebachse und treibt dann dort die Kuppelstangen an. Der Schlepptender hat ein Fassungsvermögen von 10.000 Liter und kann 2,5 Tonnen Kohle fassen. Wir drehen jetzt die Loki um 360 Grad, das heisst, das ist jetzt die letzte Fahrt, wird sie vielleicht sogar jetzt schon reingehen. Mit einer anderen Fahrt haben wir immer 360 gedreht, damit sie mit dem Kemi nach vorne raus schaut. Wir sind auf den, wir sehen hier Brickgates auf den Tender drauf. Wir sind früher immer mit Brickgate gefahren. Und zwar war das meistens Kohle aus Deutschland. Das war auch der Grund, warum der die Elektrifizierung so früh vorantrieben hat. Erstens einmal schon auf der Engadiner Linie 1913 und nach dem Ersten Weltkrieg, wo dann Kohle total ausgegangen ist, hat man dann die Elektrifizierung auf den übrigen Linien, vor allem auf das erste Mal auf der steigungsreichen Linie, Albula und Davos, vorantrieben. Und bis 1922 ist dann das gesamte RHB-Netz von damals 277 Kilometer elektrifiziert. Sie sehen hier Lokführer, das ist der Walter Frech und dann hat er noch einen Heizer drauf. Es gibt also sehr wenige Lokführer bei der Rettischen Bahn, die ausgebildet sind, um Dampflocken zu fahren.
Was spezieller ist, dass schon heute ganz generell ist der Umstand, dass die rheinische Bahn Fahrzeuge, Lokomotiven und auch Rohmaterial ganz generell hat, wo noch Fahrtauto sind. Also es ist nichts da, wo so alles da, also Lokomotiven, die nicht mehr fahren. Die Lokomotiven sind immer wieder unterwegs, sei es für Sonderfahrten oder Spezialfahrten oder auch Fahrten gemäß Programm. Und deshalb unterscheiden wir uns vielleicht ein bisschen von anderen Bahnen. In meiner 24-jährigen Erfahrung als Presse von der Rheinischen Bahn habe ich viele Rückmeldungen gekriegt von Kollegen von anderen Bahnen, die recht neidisch sind auf die Rheinische Bahn in Bezug auf, auf das Rohmaterial, Schatz, den wir hier überhaupt anbieten können. Und auch die Presse, die internationale Presse, ist immer wieder da in Gangwart, um die Fahrzeuge zu bewundern. Wir bieten auch immer wieder Sonderfahrten an, sei das Dampf, sei das dann mit dem Krokodil, wo wir später drauf kommen, oder mit anderen Fahrzeugen. Also es ist vielleicht auch etwas für die junge Generation, einmal erfahren dürfen, wie der Neni oder der Tat sogar früher herumgefahren ist. Das ist ganz ein besonderes Vergnügen, vor allem für junge Leute auch. Also der Lok heisst nicht nur 108, sie ist auch noch 108-jährig. Wir haben also von den 29 Lokomotiven vom Typ D45, also AMSD, sind nach der Elektrifizierung bis auf die 200, 708 alle ins Ausland verkauft worden. 2 nach Brasilien, 5 nach Spanien und 18 nach Thailand. In Thailand sind heute noch 2 Maschinen vorhanden. Ja, mit dem eindrücklichen Abgang von der Lokomotive 108 geht sie jetzt in die Garage und als nächstes gibt es bereits die Lok 222 aus dem Depot raus. Es ist für mich persönlich die schönste Lok, nicht weil sie besonders wuchtig und stark und schnell ist, sondern eben das Gegenteil, weil sie relativ schwach ist auf der Brust, weil sie auch ziemlich alt ist und nicht mehr so schnell. 222 beeindruckt mich einfach, es ist eine herzige Lokomotive und eben, man sieht, sie fährt jetzt nach 100 Jahren immer noch rum. Ne? Die ist gerade 100-jährig. Ja. Sie ist 101-jährig, sie ist letztes Jahr 1913 ist in Betrieb gekommen, also ist sie letztes Jahr 101 geworden. Das waren einmal 7 Lokomotiven, die auf der Öffnung von der von Anfang an elektrifizierten Linie Schule in Betrieb gekommen ist. Von diesen 7 Maschinen sind heute eigentlich noch ein paar vorhanden. Man hätte nachher 3 Stück im Jahr in 1942-43 zu Rangierlokomotiven umgebaut. Die sind hauptsächlich in Kuhn-Backwarte gesetzt worden. Und die 221 und 222 sind dann auch als Streckenlokomotive umgebaut worden. Hätten neue Motor bekommen. Ursprünglich hatten die einen grossen Derimotor gehabt. Die sind, alle 7 Maschinen sind von der Bomboveri in Baden elektrischen Teil geliefert worden. Mechanisch, wie ich schon erwähnt habe, sind alle Lokomotiven von der SLM Winterthur. Dann hat es nämlich nebst denen noch die grossen 1D1, wir sehen dann nachher noch so eine. Da war auch eine von der Bromboveri, 2 von der Maschinenfabrik Oerlikon und die 4. ist von der AEG Berlin. Man wollte so ein bisschen testen, welcher Motortyp sich am geeignetsten ist. Man hat dann aber schon nach dem ersten Betriebsjahr eigentlich festgestellt, dass eigentlich von den Motoren her der Motor von der Maschinenfabrik Oerlikon der besser ist. Die Steuerung wäre eigentlich die von Bromboveri besser gewesen oder auch die von der AEG, aber
der von der Maschinenfabrik Oerlikon war ein bisschen träge gewesen. Aber als Motor war es besser gewesen. Und darum hat man dann nachträglich noch mehr Maschinen von Oerlikon beschafft. Man hat dann diese zwei Maschinen da mit deren 441 Motoren umgebaut. Die sind viel schneller gelaufen, haben auch doppelt so viel Leistung gehabt. Ursprünglich haben sie 300 PS gehabt. Heute hat die Lok 600 PS, also die ist gleich stark wie der Triebwagen, der raus schaut, annähernd so stark wie die Oerlikon. Und man hat sie eigentlich eingesetzt. Sie sind auch Landmaschinen, man hat sie im Rangierdienst in Samedan eingesetzt. Man hat sie vor Lokalzeug Samedan Pontresina, St. Moritz Jampf, zum Teil bis nach Schkol. Und dann vor allem im Vorspanndienst auf der Augola-Linie von Filisur nach Samedan. Das war eigentlich ein Vorteil gewesen, weil Bobo hat 165 Tonnen gezogen und bis zum Zughockenlast mit 65 Tonnen hat man fast können überbrücken mit dieser kleinen Locke. Die hat man können am Schluss von einem Zug bis Filisur mitschleppen und dort den Vorspann auf der anderen Schnellzug mitgeben. Aber man hat dann auch Schiebedienst gemacht zwischen Beber und Spines, wo man dann Zeug nachgeschoben hat auf die 32 Promille Rampe von Beber und Spines. Und heute wird da noch Publikumsfahrten gemacht. Also sie können ja. Sie ist ja technisch einwandfrei. Sie läuft noch. Macht man dann auch Publikumsfahrten?